Yo meine Freunde, was geht? Sepp hier mit einem kleinen Trainingsvideo für euch. Und natürlich, wie man es nicht anders von mir erwarten würde, im Upper Lower, es bedeutet Oberkörper, Unterkörpersystem, Brosep-Style. Und ich habe so das Gefühl, dass halb Fitness-YouTube, okay, vielleicht nicht halb Fitness-YouTube, sondern einfach nur die Leute, die ich persönlich verfolge, dass die eben auf diesen Zug aufgesprungen sind und entweder diesen Split selber fahren oder es einfach in naher Zukunft vorhaben. Vielleicht aber kommt es mir auch einfach nur so vor. Schreibt mal am besten in die Comments, ob ich mir das alles einbilde oder ob das wirklich der Realität entspricht. Voll die Nachmacher. Nee, Spaß, jeder kann natürlich so trainieren, wie er es eben am besten hält. Und ich bin eben der Meinung, wenn man alle Rahmenbedingungen wie Proteinsynthese und Workload etc. pp. Beachtet, dass eben ein Zweiersplit für einen Naturalathleten das Optimum darstellt, wenn man eben das meiste rausholen will, wenn man sein volles Potenzial ausschöpfen will. Vorausgesetzt natürlich, man kommt auf mehr als 3 Einheiten, also man kann mindestens 4-mal die Woche gehen. Wenn man jetzt unter 4 Einheiten bleibt, also keine Ahnung, keine Lust hat oder einfach keine Zeit hat, dann stellt meiner Meinung nach ein Ganzkörperplan unabhängig vom Trainingsstand die beste Lösung dar, wenn man, wie gesagt, den meisten Erfolg verzeichnen will. Aber jetzt genug gelabert, meine Freunde. Das Video soll natürlich um das Training gehen, um mein Training gehen. Und da wurde wie immer, also wie fast immer, mit Bankdrücken angefangen. Manchmal mit Schrägbankdrücken, aber in der Regel immer mit einer drückenden Brustübung. Und danach gab es Boto Press. Das habt ihr eigentlich gesehen, wenn ihr vor einigen Tagen auf meinem Channel vorbeigeguckt habt. Da gibt es ein extra Video zu, werde ich euch jetzt mal verlinken. Und da geht es, wie gesagt, um die Übung Boto Press, die euch hilft, ein paar Kilos mehr auf der Bank zu schieben. Und wer will das nicht, mehr Kilos auf der Bank schieben, weil Bankdrücken eben so eine verdammte Ego-Übung ist. Auf jeden Fall, wenn euch das Thema interessiert, dann checkt es auf jeden Fall ab. Und das Video zum Rudern, das habe ich auch vor einigen Tagen hochgeladen, also das Video davor, da erkläre ich ganz genau, was ich eben speziell bei dieser Rudermaschine, worauf ich eben achte. Also meine Freunde, für Infos zum Rudern einfach das vorletzte Video abchecken, das werde ich euch auch bestimmt hier irgendwo verlinken. So, danach gab es Schrägbankdrücken, diesmal an der Maschine. Bin ich oft in diesem Gym, aber wenn ich in diesem Gym bin, dann mache ich eigentlich auch immer diese Hammer Strength Maschine, weil ich die ziemlich cool finde eigentlich. Man hat einfach alle Vorteile, die man auch mit der Core-Zahntel hat, aber ohne die Nachteile. Vorteile wären zum Beispiel, dass man beide Seiten gleich mit dem Gewicht lädt. Das heißt, man drückt nicht mit einer Seite mehr als mit der anderen, was natürlich beim Bankdrücken relativ leicht passieren kann im Eifer des Gefechtes. Und man hat aber die möglichen Nachteile nicht, zum Beispiel die Stabilisation und das Umsetzen. Ich glaube, beim Umsetzen sind wir uns eigentlich alle einig, das kann einfach kein Vorteil sein, weil es einfach nichts mit der Übung zu tun hat und im Prinzip einfach nur ein möglicher Risikofaktor ist, um sich zu verletzen, plus man verschwendet unnötige Energie. Plus das Setup ist einfach viel schwerer, weil man ja nicht am Anfang die Schulterblätter nach hinten nehmen kann und sich in die richtige Position von Anfang an bewegen kann, sondern es dann machen muss, wenn man die Hanteln umsetzt. Das kommt natürlich auch noch erschwerend dazu. Und bei der Stabilisation muss man ganz klar sagen, dass sie ab einem gewissen Gewicht zum limitierenden Faktor werden kann. Das bedeutet, bevor eure Brust nicht mehr kann, können die Stabilisatoren nicht mehr. Natürlich, wenn man diese Übung ständig ausführt, dann sind diese Stabilisatoren irgendwann in der Lage, das Gewicht, auch hohes Gewicht, zu bewältigen. Und dann kann man natürlich seine Brust möglichst effektiv, effizient trainieren. Aber bis dahin dauert es natürlich immer ein bisschen. Man muss sich auf diese Übung konzentrieren und dann bleiben immer noch die Nachteile des Umsetzens plus, was noch dazu kommt, das Setup. Also wie gesagt, wenn man eben keine Probleme hat mit der Stabilisation oder wenn man genau diese Stabilisatoren aus irgendeinem Grund stärker trainieren will, dann sind Kurzhanteln natürlich eine Sache, die man absolut machen kann. Dann spricht eigentlich nicht viel dagegen, bis auf das Setup. Als nächste Übung dann Latzug mit 2 einzelnen Griffen. Und mit so 2 Griffen kann ich persönlich fast schon noch enger am Körper rudern. Und je enger man am Körper rudert, beziehungsweise von oben zieht, ist ja kein Rudern, desto mehr Lat hat man drin und desto weniger anderen Schnickschnack, also hintere Schulter, Rhomboids, Nacken etc. pp. Und hier sieht man wieder meine Specky-Form.
Off-Season natürlich, ja, also übelst Off-Season, jetzt über ein Jahr praktisch schon im Aufbau. Ob ich mich jetzt nun verbessert habe oder nicht, kann man jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt schwer sagen. Schreibt's einfach mal in die Comments. Aber für mich zählt im Prinzip nur, dass ich nächstes Jahr auf der Bühne besser bin. Dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Und wenn nicht, dann habe ich alles falsch gemacht. Danach ein bisschen Seitheben. Ja, meine Go-To-Übung eigentlich für gute Schultern, ja. Wenn man viele Drückübungen macht, dann sage ich immer wieder, dann braucht man eigentlich nicht viel für die vordere Schulter machen, sondern dann nur noch für den mittleren bzw. seitlichen Anteil ist ja das gleiche. Die einen nennen es so, die anderen so, wie auch immer. Und danach, glaube ich, das habe ich aber nicht mehr gefilmt, habe ich noch ein paar Sätze hintere Schulter gemacht. Ganz normal Butterfly Reverse. Das alterniere ich oft mit Facepulls und danach gab es natürlich wie immer Arme in diesem stark überlichteten Bild hier. Man erkennt nicht viel, ja, wenn das halt irgendwie so, wenn man so krass angeleuchtet wird und so weiß ist. Also ich bin eigentlich gar nicht so weiß, aber so Fitnessathleten sind meistens verdammt braun und dann sieht man immer richtig weiß gegen aus, aber eigentlich bin ich auch fast braun. Also was heißt fast, eigentlich bin ich braun. Na gut, eigentlich wieder eine ganz andere Story. Aber ein bisschen Bizeps, ein bisschen Trizeps, hier ein Supersatz, normale Curls, ein bisschen Hammer-Curls, dies, das, wisst ihr, ist ja jetzt nicht mehr so wichtig. Die Hauptarbeit, sage ich mal, wurde getan und bei den Armen noch ein bisschen Workload erzeugen, ein bisschen Pump reinbringen und dann war es das auch schon. Das war es auch schon mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, kommentiert mit euren Fragen, teilt das Video mit der ganzen Welt und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch einen sehr angenehmen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.